Herzlich willkommen zu unserem Blackmagic-Webinar. Mein Name ist Melanie Philipp. Hallo, mir freut sich, Martin Köhler begrüßen zu dürfen. Martin ist Technical Sales Specialist bei Blackmagic Design. Eigentlich sollte das Webinar heute auf Englisch stattfinden, doch jetzt bin ich wirklich froh, dass Martin das übernommen hat und es somit auf Deutsch gehalten werden kann. Martin ist erst seit kurzem bei dem Unternehmen Blackmagic für die Dachgebiete angestellt, aber er hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche, da er bei einem Broadcast-Dienstleister in München und zuletzt auch als Support- und Systemingenieur bei EVS tätig war. Ja, Blackmagic ist schon seit Jahren in aller Munde, wenn es um erschwingliche Filmkameras mit hoher Qualität geht. Anlässlich der neu entwickelten Pocket Cinema Kamera 6K Pro möchte Calumet heute zusammen mit Blackmagic dieses kostenlose Webinar anbieten. Wir hoffen natürlich sehr, dass man nun auch bald das Equipment mal wieder bei uns im Laden in die Hand nehmen darf. Es sieht ja anscheinend danach ganz gut aus. Im Anschluss wird es noch eine Fragerunde mit Martin geben. Falls aber doch noch weitere Fragen auftreten sollten, kann man sich natürlich gerne auch an uns direkt wenden. Rolf Bobeleit ist einer unserer Videospezialisten bei Calumet und wird jetzt auch im Webinar und natürlich auch hier im Chat mit dabei sein. Ich würde euch bitten, die Fragen möglichst am Ende zu stellen. Ja, und ansonsten wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Martin Köhler. Viel Spaß. Danke. Hallo auch von meiner Seite. Und ich werde jetzt einfach direkt schon mal mit dem Ganzen anfangen. Genau. Wie schon gesagt, ich bin Martin Köhler, bin als Technical Sales Specialist bei Blackmagic Design und das bedeutet, ich bin quasi für alle technischen Fragen rund um die Produkte zuständig. Und ja, heute in dem Webinar selber wird es eben darum gehen, dass wir die neue Pocket 6K vorgestellt haben. Und nachdem es jetzt in der Reihe der Pocket-Kameras dann doch 3 Kameras gibt, die sich ein Stückchen weit unterscheiden und aber oft nicht ganz klar ist, wo die Unterschiede liegen und für welche Anwendung, welche Kamera vielleicht auch gerade die richtige ist, wird es jetzt heute dieses Webinar geben. So, worum geht es heute? Anfangen werde ich damit, dass ich erstmal kurz die ganze Pocket-Kamera-Familie vorstelle. Dann werde ich einmal darauf eingehen, was so die wichtigsten Kerntechnologien sind, die auch wirklich alle der Kameras gemeinsam haben. Dann kurz einen Überblick, welche Kamera ist denn für welchen User wahrscheinlich die beste. Man kann es nicht endgültig beantworten, aber zumindest ein paar Hinweise drauf. Zum Schluss noch ein paar Beispiele, wo denn die Kameras momentan verwendet werden und dann eben noch ein Q&A für eure Fragen. Genau. Martin, warte, fangen wir ganz kurz. Den Klassikern der Reihe an, der Pocket 4K und Pocket 6K. Beide wurden weiterentwickelt auf dem eigentlichen Fundament der klassischen Pocket Cinema Kamera HD. Und wenn wir einen Blick drauf werfen, sie sehen sich beide erstmal sehr ähnlich. Der eigentliche Antrieb, die Pocket 4K damals zu entwickeln, war, dass einfach immer mehr Nachfrage kam nach einer kleinen Kamera, die intern direkt 4K aufnehmen kann. Und daraus dann auch mit demselben Design ist die Pocket 6K entstanden. Es sind beides leichte Kameras mit ungefähr 750 Gramm schwerem Body. Beide aus Polycarbonat und bieten aber trotzdem beide die Blackmagic Cinema Bildqualität. Über die gesamte Pocket-Kamera-Familie hinweg benutzten wir dieselben Kerntechniken mit demselben einfach zu bedienenden Menü. Alle haben sie 13 Blenden Dynamikumfang und eine Dual Native ISO. Intern können sie alle RAW aufzeichnen und nutzen alle von uns entwickelte Sensoren. Das alles, damit sie möglichst ideal für Kreative sind und viele Möglichkeiten bieten und trotzdem einfach auf keine Grundlagen verzichtet werden muss. Die Pocket 4K jetzt hat ein Micro Four Thirds, ein MFT-Sensor verbaut, ist in einem praktischen kleinen Gehäuse. Die Pocket 6K hat einen Super 35-Sensor verbaut, hat damit mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe, ein feineres Bokeh und eben die Möglichkeit, intern direkt 6K aufzuzeichnen und das Ganze dann später zu skalieren oder auch reinzuschneiden.
zusammen mit dem neuen Sensor in der 6K haben wir dann auch ein anderes Mount verbaut. Das heißt, sie hat nicht mehr wie die 4K ein MFT-Mount, sondern ein EF-Mount und kann damit auch auf die volle Auswahl an EF-Objektiven zurückgreifen. Gerade bei Leuten, die schon EF-Objektive daheim haben, bestimmt ein großer Vorteil. Genau, hier nochmal beide Sensoren, einfach in einem Größenvergleich, dass man das Ganze sieht. Die Wahl der Optiken ist natürlich einer der großen Unterschiede zwischen den beiden. Ansonsten in der 4K der Micro Four Thirds Sensor mit einer maximalen Auflösung von 4096 auf 2116. Bei der Pocket 6K der größere Super 35 Sensor, der nativ 6K aufzeichnet, das EF-Bajonett nutzt mit einer Auflösung von 6144 auf 3456. Interessant sind eben auch die kreativen und ästhetischen Aspekte und da merkt man den Unterschied zwischen den beiden Sensoren. Weil gerade die EF-Optiken zusammen mit dem Super 35-Sensor einfach dafür sorgen, dass man eine viel geringere Tiefenschärfe hinbekommen kann und dadurch einfach ein schöneres und deutlicheres Bokeh kriegt. Und gerade das ist was, was oft eben als cineastisch angesehen wird und von vielen Kunden deswegen auch gewünscht wird. Ja, alles in allem kommt es natürlich auch gerade bei den beiden Kameras bei der Entscheidung darauf an, was sind die Wünsche, welche Optiken hat man vielleicht schon oder welche Optiken möchte man benutzen, welche Produktion will man damit machen, was ist das Ziel des Ganzen, worauf man raus möchte. Die Pocket 4K hat auch einen großen Kundenstamm, die eben genau auf dieses EF-Bajonett setzen, um die leichteren Optiken zu haben und damit insgesamt einfach ein kompaktes und leichtes Kit zu haben. Und gerade wenn man Produktionen wie Run and Gun oder Dokumentarfilmproduktionen hat, ist es oft auch von Vorteil, wenn man die größere Tiefenschärfe hat mit dem Micro Four Thirds Sensor, weil es dann leichter ist, auf ein Objekt zu fokussieren und die Bilder einfach nicht so schnell unscharf aussehen. Genau. Wie gesagt, wir haben die neue Pocket 6K Pro vorgestellt. Als drittes in der Reihe neben der 4K und der 6K. Und da ist es wichtig, da kamen einfach viele Features rein, die gewünscht waren. Und ja, ein kurzer Blick darauf. Die Pocket 6K Pro ist zwar eine neue Kamera, setzt aber immer noch auf dieselben Kerntechniken, die wir auch schon bei den vorhergehenden Kameras hatten. Haben sie einfach nur nach unseren Möglichkeiten weiter verbessert. Das heißt, sie setzt genauso wie die 6K auf denselben Super 35-Sensor mit derselben Dual-ISO, immer noch die 13 Blenden Dynamik, High Frame Rate, Nativ 6K und auch Blackmagic RAW intern und dasselbe Blackmagic OS, auf dem auch die anderen beiden Kameras basieren. Dafür haben wir versucht, die Vielseitigkeit, die Bedienbarkeit und überhaupt die Einfachheit der Kamera zu verbessern. Und das Ganze ist passiert, um den Kreativen einfach mit einer Kamera zu helfen, die ihnen hilft, herauszustechen und trotzdem immer noch in die Pocket-Reihe passt. Die erste große Änderung, die vorkamen, sind die eingebauten ND-Filter. Das ist was, was oft gewünscht wurde, was von vielen Kunden als Anregung kam, hat den Vorteil, wenn man mit der Kamera rausgeht, draußen filmt, man ist nicht darauf angewiesen, eine Matbox davor zu bauen oder extra vorne nochmal Filter drauf zu schreiben, sondern man hat alles im Gehäuse. Die werden intern über ein Schiebesystem hin und her gefahren. Man hat hinten auf der Rückseite eine ND-Plus- und Minus-Taste und kann damit entweder von klar wechseln, beziehungsweise 2, 4 oder 6 Blendenstufen. Auf der kreativen Seite bieten die ND-Filter einen Infrarotfilter und sind auch farblich auf den Sensor abgestimmt. Das heißt, sie können verwendet werden, ohne dass man sich um ästhetische Aspekte Gedanken machen muss. Man kann also immer sagen, man möchte mit der Tiefenschärfe irgendwie rauf oder runter gehen, kann dafür den ND-Filter ändern, ohne dass man irgendwie zusätzlich was hinschrauben muss oder sich über was anderes Gedanken machen muss.
Genau. Als kurze Anmerkung, wir haben in allen unseren Kameras die sehr robuste Mini-XLR-Strecke verbaut, um externe Quellen wie Mikros mit aufzuzeichnen. Die 4K und die 6K haben jeweils einen der Mini-XLR-Stecker. Die 6K Pro hat jetzt zwei XLRs verbaut. Alle Anschlüsse natürlich immer noch mit Gummikappen versehen, die man auch nach Bedarf wegbauen kann. Die XLR-Anschlüsse in allen Kameras können entweder Line- oder Mikro-Level und bieten Phantomspeisung. Und zusammen mit dem 3,5 mm Klinkeneingang, der noch weiter oben in dem Bild zu sehen ist, ist es ideal, wenn man dann den Klinkeneingang für Timecode nutzen kann und trotzdem die Möglichkeit hat, zwei Mikrofone aufzunehmen, was super ist, wenn man Dokumentationen dreht oder wenn man schnelle Dialogszenen hat, wo man einfach mit mehreren Mikros arbeiten möchte. Weiteres neues Merkmal ist der neue Bildschirm, den wir verbaut haben. Es ist immer noch ein 5-Zoll-Monitor, allerdings diesmal ein extra heller HDR-Touchscreen. Das heißt, es ist noch leichter, den Monitor auch bei Tageslicht zu sehen. Er hat jetzt 1500 Nit statt wie bisher 700 Nit. Und ja, damit gerade im Gebrauch draußen einfach leichter im Sonnenlicht. Man kann das Ganze leichter erkennen. Genauso wie auch bei den anderen Pocket-Kameras kann man darüber die Framerate, Shutter, ISO, Weißabgleich alles einstellen, direkt auf dem Homescreen, ohne dass man in ein Menü muss. Und damit soll der Monitor einfach das perfekte Werkzeug sein, gerade auch noch mit dem HDR-Bonus, um am Set direkt damit arbeiten zu können. Neu ist auch, dass der Monitor jetzt kippbar ist. Um 135 Grad insgesamt, 90 Grad nach oben, 45 Grad nach unten. Das heißt, man kann die Kamera, gerade auch wenn man sie in der Hand hat, in viel mehr Positionen direkt verwenden, ohne dass man auf einen externen Monitor angewiesen ist. Auch ein Schritt, um einfach die Funktionalität in der Kamera zu verbessern. Im selben kommt auch noch dazu, dass es jetzt direkt ein IWF gibt. Das ist externes Zubehör, kann an die Kamera drangeschraubt werden. Das Design des Ganzen ist eine Mischung aus einerseits Kundenfeedbacks, andererseits Erfahrungen, die wir einfach mit unserem 1080p OLED-Sucher an der Ursa-Serie gemacht haben. Und bietet natürlich die Möglichkeit, dass man einfach die Schärfe etwas präziser ziehen kann als mit dem Display, weil man keinen Einfluss von Umgebungslicht hat und auch während dem Dreh sich besser auf die Szene und auf das Framing konzentrieren kann. Und gerade auch bei Handheld-Rigs und Run-and-Guns, da ist es natürlich schön, dass man einen kompakten Sucher direkt an der Kamera hat. Der Sucher, wie man hier sieht, wird einfach oben auf die Kamera geschraubt, bietet eine Auflösung von 1280 auf 960 mit einer plus minus 4 Dioptrien Schärfekorrektur. Er hat unten einen proprietären Anschluss, mit dem er einfach dann mit diesem Daumenrad super schnell an der Kamera befestigt werden kann, was es einfach auch leicht macht, ihn hin- und wegzubauen, auch wenn man draußen auf einem Dreh ist. Zusätzlich hat er einen digitalen Fokus-Guide mit User-Interface und einen Augenkontaktsensor. Das heißt, sobald ich in den Sucher schaue, schaltet sich das Display hinten aus. Und Stromversorgung und Daten läuft eben beides über den Stecker unten dran. Der Sucher kommt mit 4 verschiedenen Augenkappen und kann damit einfach auch für jeden an seine individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Dazu gibt es jetzt auch noch einen neuen Battery Grip. Bei der 4K und der 6K war es noch so, dass der Battery Grip in den internen Batterieschacht reinging und darüber die Kamera mit Strom versorgt hat. Bei dem neuen Battery Grip haben wir jetzt auch wieder 2 Akkus drin, die werden aber über einen externen Stecker verbunden. Das heißt, man hat die Möglichkeit, bis zu 3 Akkus in der Kamera zu betreiben, weil der interne Akku in der Kamera bleiben kann, auch wenn der Grip unten dran geschraubt ist. Zusätzlich haben wir den Akkutyp gewechselt im Vergleich zur 4K und 6K. Wir setzen jetzt die Sony NP-F570 Akkus ein. Die halten länger und je nach Einstellungen ist damit mit einem Akku eine Aufnahmezeit von bis zu einer Stunde möglich. Das heißt, man kann mit dem Battery Grip auch bis zu 3 Stunden aufnehmen, was einfach gut ist, wenn man draußen unterwegs ist, lange Drehs hat und nur eine eingeschränkte Stromversorgung.
Hier sieht man nochmal, der Batteriegriff sitzt flach unten auf der Kamera auf. Und das Schöne ist auch, dass die Akkus im Batteriegriff mit über die 12 Volt Stromversorgung der Kamera aufgeladen werden können, wenn man das will. Das heißt, alle drei Akkus kann ich in der Kamera lassen und einfach über die 12 Volt die Kamera laden. Natürlich auch dieselben Anti-Rutsch-Griffe, wie oben auf der Kamera selber verwendet wurden. Genau, soweit zu den Kameras selbst. Ich würde jetzt noch ein bisschen auch zu unserer digitalen Filmtechnologie was sagen. Wichtig ist, unsere Kameras basieren alle grob auf demselben Design und verwenden intern auch eigentlich immer dieselbe Technologie. Ziel ist es einfach, Nutzbarkeit und Einfachheit für jede der Kameras zu bieten, egal mit welcher man dreht. Und ein wichtiger Punkt an den Kameras ist tatsächlich auch wirklich das, was an Technologie drin steckt, nicht einfach nur das Design. Und wir haben damals eine Marktlücke gesehen bei kleinen, erschwinglichen Kameras, die trotzdem Bilder in Kinoqualität drehen können. Und nachdem ich jetzt die Kameras schon mal so von außen gezeigt habe, werfen wir jetzt einen Blick nach innen. Wir haben auf allen Kameras unser Blackmagic OS. Und da ist es so, dass Geschwindigkeit und Einfachheit eines der Grundprinzipien ist, mit dem alle unsere Produkte bedient werden können sollen. Und das ist auch in Blackmagic OS umgesetzt. Das heißt, es ist intuitiv. Und uns war auch wichtig, dass die Firmware im Feld aktualisiert werden kann. Das heißt, wenn ich feststelle, es gibt neue Features, die ich gerne nutzen möchte, kann ich einfach direkt im Feld ein neues Update aufspielen. Und wir verwenden überall helle, deutliche Touchscreens. Das heißt, man kann auch direkt den Bildschirm nutzen, um es zu fokussieren oder zu framen. Wichtig war uns auch, dass man nicht auf Menüs zurückgreifen muss, um wichtige Dinge einzustellen. Das heißt, alle grundsätzlichen Dinge wie Auflösung, Framerate, ISO oder auch die Auswahl von Nutz können direkt auf dem Display im Homebildschirm ausgewählt werden. Zusätzlich gibt es auch noch Tasten und Drehräder, um auch je nach Bedienstil so arbeiten zu können, wie es einem am liebsten ist. Das Hauptmenü der Kamera braucht man hauptsächlich, um Metadaten einzugeben, um die Kamera selber zu konfigurieren oder um die Akkus zu checken. Und alles in dem Menü funktioniert durch Wischen und Tippen. Noch interessant zu erwähnen ist, die Kameras können auch fernbedient werden. Sie haben alle Bluetooth eingebaut und über die Blackmagic App kann man sie dann entweder über ein Handy oder ein Tablet fernsteuern. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, also wir haben intern die Möglichkeit, auf CFast und SD-Karten aufzuzeichnen und haben aber auch die Möglichkeit, auf externe SSDs über den USB-C-Anschluss aufzuzeichnen. Und das ist im Prinzip die kosteneffektivste Variante, weil große SSD-Platten sind immer noch günstiger als Speicherkarten mit viel Platz. Und gerade bei Drehs wie Corporate Shots oder auch Dokumentarfilmen, wo sehr viel Material zusammenkommt, ist es dann natürlich ein großer Vorteil. Zusätzlich hat man auch noch den Vorteil, wenn man auf die SSD aufzeichnet, dass man in der Post Zeit sparen kann, weil man auch direkt auf den SSD-Platten schneiden kann. Man muss also nicht erst hergehen und muss das Material von den Karten auf einen anderen Speicher laden, sondern man kann direkt die Platte anstecken und schneiden. Die Platte selber wird über den USB-C-Port mit Strom versorgt. Andererseits gibt es mit dem USB-C-Port auch die Möglichkeit, darüber die Kamera mit Strom zu versorgen und zu laden. Dafür muss sie zwar einmal kurz ausgeschalten werden, aber man hätte auch die Möglichkeit, einfach eine USB-Powerbank zu nutzen, um die Kamera damit zu betreiben. Eine der wichtigen Entwicklungen bei unseren Sensoren war die Dual Native ISO. Haben alle unsere Pocket-Kameras und das kam auch wieder aus der Nachfrage heraus, dass einfach mit vorhandenem Licht gearbeitet werden sollte und trotzdem mit der vollen Qualität. Deswegen haben wir angefangen 2015 unsere eigenen Sensoren zu entwickeln, als erstes mit der Ursa 4,6K und haben die natürlich seitdem weiter verbessert. Und gerade in Situationen mit wenig Licht, in der Dämmerung oder sowas, ist der Dual Native ISO Sensor interessant.
der mit einer ISO von bis zu 25.600 immer noch HDR-Bilder aufzeichnen kann und damit einfach eine wahnsinns Low-Light-Performance hat. Und auch und bei den nativen ISOs bei 400 und 3200 einfach einen wahnsinnigen nativen Gain. Genau, als Folge kann man einfach immer die ISO auswählen, die man in der Situation gerade verwenden möchte, die am besten passt und hat trotzdem immer die volle Dynamik und den vollen Spielraum des Sensors. Intern arbeiten wir dafür mit unserem eigenen Format Blackmagic RAW oder kurz B-RAW. Und das wurde entwickelt, um einfach auch die Technik unserer Kameras voll ausnutzen zu können und einfach auch in der Post am besten arbeiten zu können, sodass man in dem kompletten Workflow einfach die ganze Farbtreue und den Dynamikumfang erhalten kann. Das ist eben das, wofür der Codec hauptsächlich entwickelt wurde, dass man sagt, man muss keinerlei Bilddetails wegwerfen, wie bei einem klassischen Codec, der verlustbehaftet komprimiert. Bei dem RAW hat man einfach die vollen Sensordaten immer noch auch in der Post. Im Vergleich zu anderen RAW-Codecs verarbeiten wir einen Teil der Daten in der Kamera direkt, um so einfach eine Last von dem Postproduktionssystem wegzunehmen. Trotzdem wird immer noch ein Großteil des Ganzen in der Post gemacht und ermöglicht so einfach auch alles nachträglich noch zu verändern. Genau, das ist was, wo wir eben viel an der Performance gemacht haben. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Eimer voller Pixel, die wir in dem RAW-Codec ausgeben, sondern wir haben das Ganze geschafft, dass wir Hand in Hand mit dem Sensor und dem Schnittprogramm die Performance optimal verteilen und trotzdem die Bitrate und den Dynamikumfang erhalten können. Deswegen haben wir am Schluss in der Kette auch DaVinci Resolve als Postproduktionssoftware, was eines der beliebtesten Grading-Programme der Welt ist. Und da jetzt auch neu die Generation 5 Color Science unterstützt, um so wirklich einen durchgängigen Workflow zu haben. Wo ich gerade von der Generation 5 Color Science rede, die kam jetzt neu mit der 6K Pro und wird aber auch in die 4K und die 6K eingespielt mit dem nächsten Software-Update. Und da haben wir einen Teil der Technik der Funktion aus DaVinci Resolve in die Kameras gepackt, um einfach damit schon mal ein Pre-Processing in der Kamera zu haben. Und die Color Science ist darauf ausgelegt, einfach die Leistung der Sensoren und die Performance auch bei Hauttönen und klaren Bildern mit lebendigen Farben bis zur Post abzuliefern. Und das Ganze wurde so entwickelt, dass es für Filmemacher auch möglichst einfach ist, Archivmaterial oder Material von anderen Kameras auf unsere Kameras zu matchen, beziehungsweise umgekehrt unsere Kameras auf das Material von anderen Kameras zu matchen. Und gerade eben was Farbechtheit und Reproduzierbarkeit der Farben betrifft, haben wir einen großen Wert auf das Ganze gelegt. Generation 5 Color Science baut auf unserer Generation 4 Color Science auf und hat einfach eben Neuerungen dazu bekommen. Wir haben es noch besser in DaVinci Resolve integriert und damit wurde es auch noch leichter in Resolve dann Farben anzupassen. Und das ist einfach etwas, wo wir sagen, es gibt so grundlegende Techniken, auf die man in der Kamera nicht verzichten darf, die wir deswegen in allen unseren Kameras verbauen. Das heißt, einfache Bedienbarkeit, Benutzerfreundlichkeit durch das Blackmagic OS, die Möglichkeiten, auch mit vorhandenem Umgebungslicht zu arbeiten und eben B-RAW mit Generation 5 Color Science, um alle Details des Bildes bis zum Schluss zu halten. Deswegen die Frage, welche Kamera ist die richtige für wen? Wir haben uns jetzt die Neuerungen, die mit der 6K Pro kamen, angeschaut, was die Entscheidung im Zweifelsfall nicht leichter macht. Und kurz gesagt hängt es natürlich immer davon ab, welche Technik jeder Einzelne von euch benötigt, welches Projekt damit umgesetzt werden soll und auch unter welchen Bedingungen die Kamera einfach eingesetzt werden soll. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen die Eigenschaften der einzelnen Kameras an, um das ein bisschen zu vergleichen. Ich habe hier ein Diagramm,
Das zeigt sechs Bereiche, die als Kameraoperator meistens wichtig sind, um einfach eine Entscheidungsfindung zu bekommen. Das ist jetzt nichts Riesiges, aber wir haben jetzt einfach mal mit aufgenommen die Framerate, den Dynamikumfang, interne ND-Filter, die Auflösung und Sensorgröße und wie es mit dem Rolling Shutter aussieht. Das Ganze ist jetzt ohne Maßeinheiten, weil es nicht darum geht, absolute Werte zu vergleichen, sondern einfach so eine Vorstellung zu geben. Als erstes hier eben die Pocket 4K. Die Stärke der Pocket 4K liegt auf jeden Fall darin, einfach einen schnellen Rolling Shutter zu haben. Wir haben hier 16 Millisekunden. Und insgesamt führt das Ganze zu einem empfindlicheren Sensor, der einfach auch bei wenig vorhandenem Licht ein super Handling ermöglicht. Zusätzlich eben auch hier mit der Dual Native ISO. Und hier ist der kleinere Micro Four Thirds Sensor eben verbaut mit kompakteren Ausmaßen. Und der hat aber den Vorteil, dass die insgesamt kompaktere Kamera dadurch mit der Auflösung auch gerade bei Dokumentarfilmen oder ING-Anwendungen von Vorteil sind, wo man gerne mehr Tiefenschärfe hat und einfach auch mit den kleineren, kompakten und leichteren Optiken oft auch arbeiten möchte. Die 4K kann 60 Frames in 4K oder 120 Frames dann runterskaliert ausgeben. Und das bedeutet, dass man auch mit der Kamera schon wirklich kinomäßige Zeitlupeneffekte hinbekommt, obwohl es eine sehr kompakte Kamera ist. Ein paar Beispiele, wo wir sehen, dass die 4K verwendet wird. Sehr verschieden, zum Beispiel bei Events, also zum Beispiel Hochzeiten und sowas. Da sehen wir nämlich, dass einfach auch die Nachfrage ist, dass hier immer mehr ein Kinolook auch für so Eventvideografie verlangt wird. Genauso auch bei Online-Content, also Online-Content-Creator für YouTube oder andere. Hier auch oft einfach in Verbindung mit unseren ATEM Minis. Und auch bei Independent-Filmproduktionen, die einfach kleine Ausmaße wollen und trotzdem die größeren Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu DSLRs schätzen. Und ansonsten arbeiten wir auch mit Filmschulen und Universitäten zusammen, um eben Studenten die Möglichkeit zu geben, eine Kamera in die Hand zu bekommen und trotzdem auch die einfache Bedienbarkeit und eine Verfügbarkeit bietet, die super ist für Kreative, die gerade durchstarten wollen. Als nächstes die Pocket 6K. Pocket 6K, im Diagramm hier sind schon die Highlights. Die wichtigsten Änderungen liegen erstmal darin, dass wir die 6K in der Auflösung haben. Das bietet einfach die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze zum Beispiel downsamplen, um einfach ein klareres und schärferes 4K oder 2K-Bild zu bekommen. Man kann reframen, man kann rescaling machen und sehr interessant ist auch einfach eine nachträgliche Bildstabilisation in der Post. Und durch dieses Reframing zum Beispiel ist es möglich, dass man mehrere Shots mit einer Kamera macht, die man hinstellt und einfach unterschiedliche Bildausschnitte nutzt. Die 6K hat, wie schon erwähnt, den Super 35 Sensor mit der höheren Auflösung in demselben kompakten Gehäuse, was aber auch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel Cine-EF-Optiken zu nutzen. Und in Kombination mit dem größeren Sensor, stärkeren Bokeh, hat man natürlich einfach wunderschöne Möglichkeiten. Und auch die kann 60 Frames intern aufzeichnen, dafür aber in vollem 6K. Die Pocket 6K sehen wir gerade eben durch diesen Kino-Look in verschiedenen Anwendungen, wie zum Beispiel bei Musikvideos, die sich vom Stil her immer mehr auch in Richtung von TV-Dramen oder auch Featurefilmen orientieren. Genauso aber auch bei großen Werbekampagnen oder bei größeren Corporate-Events. Hier werden dann oft mehrere Kameras eingesetzt, um die dann einfach in der Postproduktion zusammenzuschneiden und gut matchen zu können. Und auch gerade im Bereich Independent-Film ist die Kamera schön, wenn man mit dem größeren Sensor einfach denselben Look wie mit großen Kinokameras hinbekommt. Und jetzt neu eben die Pocket 6K Pro. Als letzte in der Reihe, die hat denselben Sensor wie die 6K, deswegen hat sich hier auch an den Werten nichts geändert.
Die meisten der Kerntechniken sind gleich geblieben. Hier auf dem Diagramm am deutlichsten sind natürlich die internen ND-Filter zu sehen. Zusammen mit den anderen Neuerungen, die verbaut wurden, sitzt die 6K Pro damit einfach zwischen der 6K und der Ursa Mini Pro G2 und bietet damit einfach eine Alternative zur 6K, wenn man diese ganzen zusätzlichen Features nutzen möchte, wie die ND-Filter, die größeren Akkus, den elektronischen Sucher oder eben den klappbaren HDR-Bildschirm. Vorteil der internen ND-Filter ist eben, dass man mit offener Blende filmen kann, ohne dass man sich über Überbelichtung Gedanken machen muss. Das heißt, man kann einfach die Tiefenschärfe ändern, man kann mit selektivem Fokus arbeiten, ohne dass man die Einschränkungen hat, die einfach mit einem großen Rigging oder mit externen Filtern kommen. Genau, die 6K ist noch nicht groß im Markt verbreitet, wissen wir auch, aber trotzdem können wir schon abschätzen, in welchen Bereichen sie einfach interessant ist. Und wir wissen, die Pocket-Kameras werden einfach oft als Handheld-Kameras genutzt oder auch zum Beispiel in Kombination mit einem Gimbal für Run-and-Gun, für Dokumentation oder auch für Location-Scouts oder bei großen Produktionen als Pickup-Kameras, also dass die Schauspieler die Kamera in die Hand nehmen. Und dazu gibt es natürlich Spezialanwendungen wie VFX oder Crashcams, genauso wie Stunts oder Szenen, bei denen man einfach kein großes Rig haben möchte. Es ist ideal, wenn man die kleine Kamera nutzen kann und trotzdem einfach die hohe Bildqualität und das RAW rausbekommt. Deswegen wurde auch unsere Color Science darauf ausgelegt, dass sie auch mit größeren Cinema-Kameras gematcht werden können, um auch in großen Hollywood-Style-Produktionen einen fließenden Übergang zu haben. Hier nochmal ein Vergleich zwischen allen Kameras. Also wir sehen hier die drei verschiedenen Kameras, um einfach nochmal das zu haben. Man sieht eben bei der 4K ist natürlich durch die Sensorgröße der größte Vorteil im Rolling Shutter. Bei der 6K habe ich dafür einfach die höhere Auflösung und bei der 6K Pro auf dem Diagramm die ND-Filter. Genau, dann habe ich einfach noch ein paar Beispiele, wo die Pocket-Kameras verwendet werden. Als erstes hätte ich den Filmemacher Martin Kaschwinski. Ist eine Hochzeitsproduktion, der hat eine Hochzeitsfilmproduktionsfirma namens Kako Films. Martin ist ein ausgezeichneter Filmemacher in Tschechien und macht hauptsächlich High-End-Cinema-Hochzeitsfilme, die auf der ganzen Welt gedreht werden. Setzt dabei hauptsächlich auf eine Pocket 4K und auf einen kompletten Blackmagic-Workflow. Und Martin filmt eben im Stil von Dokumentarfilmen, um einfach so wenig wie möglich zu stören bei dem Event und trotzdem alle Emotionen und gerade diesen besonderen Moment einfach perfekt einzufangen. Es ist ein Moment, den man nicht nachdrehen kann. Und gerade deswegen und weil er dadurch auch einfach einen Bedarf an herausragendem Color Grading zusammen mit hoher Auflösung hat, um diesen Kinolook hinzubekommen, zeigt sich der Vorteil in der gesamten Pipeline. Das heißt, er hat während der Hochzeit selber hat er den Bedarf, möglichst viel Material aufnehmen zu können. Dafür nutzt er B-RAW und hat damit immer noch eine überschaubare Dateigröße, hat trotzdem aber die kompletten Farben und den Dynamikumfang. Geschnitten und gegradet wird auch beides in Resolve, wird auch um eben diesen End-to-End-Workflow zu bieten. Anderes interessantes Beispiel dreht sich um eine Social-Media-Kampagne von Mercedes-AMG mit einer A-Klasse. Das Ganze hat aufgenommen Kameramann Matteo Bertolli mit einer Pocket Cinema-Kamera 6K, auch in Blackmagic RAW. Und das gesamte Projekt wurde vor Ort in Frankfurt gedreht. Das hat einfach bedeutet, dass sie das Auto beim Fahren auf belebten Straßen filmen mussten und ausleuchten mussten.
Und dafür haben sie die native 6K-Auflösung in der Pocket genutzt und nur das vorhandene Straßenlicht, also die Straßenbeleuchtung. Da hat sich dann der, war der Vorteil des Dual Native ISO-Sensor und damit konnten sie einfach die komplette Dramatik der Nachtfahrt einfangen und auch im Studio noch einen zeitgenössischen Tänzer mit wenig Licht, um einfach die Stimmung beizubehalten. Matteo selbst nutzt die Pocket Cinema Kameras seit längerem, immer mit B-RAW und einer 5:1 oder 3:1 Komprimierung bei 6K mit 48 oder 24 Frames pro Sekunde und kann so einfach die Möglichkeit nutzen, dass er mit B-RAW kleinere und effizientere Dateien hat. Das gesamte Projekt hier wurde auch in Resolve geschnitten und gegradet, um einfach eine Ende-zu-Ende-Konsistenz in der Pipeline sicherzustellen. Als nächstes wäre Still Moving Media. Das ist eine Werbeagentur mit England und die haben vor kurzem ein Projekt fertiggestellt zur Veröffentlichung des neuen Aston Martin Concorde Edition zusammen mit British Airways, um so den 50. Geburtstag des ikonischen ersten Concorde-Flugs zu feiern. Und Still Moving Media hat dabei eine Pocket 4K eingesetzt, um die Idee des Kunden zu verwirklichen, dass sie einen Aston Martin auf einem Flugplatz verfolgen und filmen. Und da war der Vorteil der 4K wegen des kompakten Designs und Gewichts. Damit konnten sie sie einfach an einem Auto befestigen und konnten trotzdem aber in RAW in der vollen Auflösung filmen. Wir haben dafür einen EF-Adapter genutzt, um EF-Cinema-Optiken auf die 4K-Kamera zu packen. Während dem Dreh haben sie alles intern auf CFast-Karten aufgezeichnet, konnten aber gleichzeitig das Signal dann in SDI wandeln und ins Fahrzeug zum Regisseur übertragen. Und gerade eben die Leistung und die Color Science der Kamera haben ihnen damit unglaubliche kreative Möglichkeiten in der Postproduktion geboten. Auch hier eben wieder in DaVinci Resolve geschnitten und gegradet. Als letztes Beispiel für, und auch als Beispiel für eine High-End-Produktion hätte ich The Great mit Kameramann John Brawley und der hat da eine Kombination aus unserer Ursa Mini Pro 4,6K G2 und einer Pocket Cinema Kamera 4K verwendet. The Great ist ein satirisches Kostümdrama von 2020 mit Elle Fanning und Nicholas Hoult und könnte auf Hulu gestreamt werden. Und das meiste A-Footage wurde mit einer Arri Alexa SXT gefilmt. Trotzdem hat er dazu oft noch eben die G2 und unsere Pocket 4K verwendet, um einfach gleichzeitig zu drehen und hat trotzdem ein B-Raw-Footage rausbekommen. Und John hat eben erwähnt, die Produkte von Blackmagic haben mir die größtmögliche Flexibilität zu geben, wenn es darum ging, einen Shot zu erreichen. Ich kann jede Kamera nutzen und weiß, dass es super Aufnahmen werden. Und ein Beispiel dafür wären zum Beispiel die Hero Close-Ups von Elle Fanning. Die wurden eben mit einer Pocket Cinema Kamera aus der Hand gemacht, was mit einer größeren Kamera nicht möglich gewesen wäre. Man sieht es auf dem Bild. Und das Material der Arri und der Blackmagic Kameras konnte dafür in der Post einfach problemlos zusammengematcht werden, weil sich Look, Farben und Dynamikbereich sehr ähnlich anführen. Und dafür haben sie dann auch in der Pre-Production einfach LUTs in DaVinci Resolve verwendet. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrag erstmal am Ende und würde dann jetzt zum Q&A-Teil kommen. Genau, gibt's Fragen? Ja, nix. Bei mir ist auch noch keiner aufgetreten. Ah, jetzt. Jetzt kommen die Fragen. Ja, gut. Genau, die erste Frage, die jetzt reinkam, kann man RAW in 4K und in HD sicherlich aufnehmen? Sollte das sicherlich weiterlaufen? Genau, RAW nutzt immer die volle Kameraauflösung, also die volle Sensorauflösung. Das heißt, bei einer 4K kommt ein 4K RAW raus, bei einer 6K kommt ein 6K RAW raus.
Schön. Und dann noch die Frage genau, wie viel wird die Kamera kosten? Also was ist der aktuelle Marktpreis? Ich habe sie nicht im Kopf. Ich glaube, das könntet ihr wahrscheinlich besser sagen. Ansonsten, also Preisempfehlungen sind auf unserer Webseite, aber ich kann nichts über die Händlerpreise im Endeffekt aussagen. Ich stelle gleich mal an. Ich habe auch den Link Ja. reingestellt, ne, im Chat. Da. Ja, klasse, genau. Dann bin Genau. so, genau, dann die Frage, genau, auf, also 442 auf Festplatte und wie viel Bit? Es gibt verschiedene Codecs in der Kamera. Also man kann zum Beispiel einfach Apple ProRes einstellen mit verschiedenen Varianten. Ich kann es jetzt nicht alle auswendig aus dem Stegreif sagen, aber im Zweifelsfall im Datenblatt der Kamera sind alle Codec-Varianten beschrieben. Also man muss nicht in RAW aufzeichnen, man kann auch intern das Ganze einfach schon in einen anderen Codec runterrechnen lassen. Klasse, danke, Martin. Genau, dann noch eine weitere Frage. Ist auch eine Wasserwaage im Monitor integriert? Ich glaube nicht, also nicht, dass ich wüsste. Gibt es da noch weitere Fragen? Genau, den Preis, den kleinen Moment. Muss doch mal ganz kurz. Genau, ganz interessant. Also die 6K Pro ist aktuell auch bei uns auf der Seite bestellbar. Der aktuelle Preis liegt bei 2.540 und 65 Cent, was ein absoluter Superpreis ist. Und genau, Bestellungen können ab sofort getätigt werden. Wir nehmen jede Bestellung auf. Liefertermin kann noch nicht genau betitelt werden, aber sobald sie verfügbar ist, wird sie ausgeliefert. So, weitere Fragen? Lass uns kurz schauen. Oh, genau. Genau. Was war das jetzt hier? Beispiel Ausmaße von 6 Pro. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Die die Auf also Aus. Aufnahme, ach so, genau, Aufnahme, wahrscheinlich Aufnahme von 6K Pro. Kann ich jetzt nicht wirklich betiteln, was das. Also ich glaube, Ja. es ist die Frage, ob es Demo-Material gibt von der 6K Pro. Wie gesagt, in der 6K Pro ist derselbe Sensor verbaut wie in der 6K. Das heißt, man kann es mit Material aus der 6K vergleichen. Der einzige Unterschied ist da eben dann die zusätzlichen ND-Filter. Okay, danke, Martin. Genau, dann kam noch eine weitere Frage. Gibt es Einschränkungen bei den SSD-Festplatten? Sie brauchen einfach nur eine ausreichende Aufnahmegeschwindigkeit. Das heißt, je nach verwendetem Codec muss die Festplatte einfach ausreichend Lesegeschwindigkeit und zwar dauerhaft bieten. Aber es gibt da, glaube ich, genug Auswahl auf dem Markt, die das hinbekommen. Und das wird ja dann sicherlich auch in die Spezifikation Ja. ersichtlich sein, welche Genau, Geschwindigkeiten also die SSD-Platten benötigen. für die Kameras gibt es im Handbuch auch eine Liste mit Festplatten, die wir getestet haben. Für die ATEMs leider nicht, aber hier eben bei den Kameras gibt es eine Liste mit getesteten Festplatten im Handbuch. Okay. Genau, die Leasing-Frage würde ich jetzt einfach mal pauschal mit Ja beantworten. Dann gibt es Überhitzungsprobleme. Gab es da jetzt schon Erfahrungen? Erfahrungen kann, also bis jetzt gab es keine negativen Berichte. Die Kameras sind alle aktiv gekühlt. Also die 6K und die 6K Pro auf jeden Fall haben beide intern einfach einen Lüfter zum Kühlen. Ah ja, genau, dann ja, okay.
Genau, ich sehe gerade wegen den Samsung T7, die Samsung T7 scheinen allgemein Probleme mit der Schreibgeschwindigkeit zu haben. Also nicht nur mit den Kameras, sondern auch mit den Atoms scheint so zu sein, dass die einfach die Schreibperformance nicht auf Dauer hinbekommen. Ich habe vorher noch kurz was gesehen zu Generation 5 Color Science. Die Color Science beschreibt einfach das Farbhandling, wie wir intern in der Kamera mit Farben umgehen und wie das einfach auch dann mit dem RAW-Codec und den anderen Codecs kombiniert wird. Generation 5 ist einfach nur, wir haben das Ganze weiterentwickelt. Es ist jetzt die fünfte Generation des Ganzen und kommt eben per Software-Update für alle Pocket-Kameras. Also 4K, 6K und 6K Pro. Empfohlene Verarbeitungssoftware geht über Schnittprogramme. Da, natürlich kann ich da DaVinci Resolve empfehlen. Da ist einfach die native Einbindung am allerbesten. Aber auch für andere Schnittsoftware gibt es, soweit ich weiß, Plugins für B-RAW. Das heißt, auch da kann es verarbeitet werden. Ja, DaVinci Resolve Studio ist im Lieferumfang dabei. Es gibt aber auch die Free-Version kostenlos auf der Webseite. Also wenn man da einfach mit DaVinci Resolve schon mal arbeiten möchte, die ganzen wichtigen Funktionen gibt es in der kostenlosen Version. Wie es mit Adaptern aussieht bei anderen Optiken, hängt schlichtweg vom Adapter ab. Was der Adapter jeweils unterstützt, ob es aktive oder passive Adapter sind. Passive Adapter werden im Zweifelsfall funktionieren. Bei aktiven Adapter kommt es einfach auf den Adapter an, ob wirklich auch alle Steuersignale mit übergeben werden. Und Lieferzeit kann ich leider nichts drüber sagen, weil ich keinen Einblick und keinen Eingriff auf die einzelnen Lieferwege habe. Ist der Autofokus für ein Interview ausreichend? Es kommt darauf an, wie das Interview geführt wird. Der Autofokus funktioniert gut. Allerdings ist es kein Auto-Tracking-Autofokus. Das heißt, wenn man statische Interviewsituationen hat, wie ich, wo ich jetzt hier einfach stehe, reicht der Autofokus. Wenn man dynamische Interviewsituationen hat, wo sich die Partner bewegen oder wo man hin und her schwenkt und damit einen unterschiedlichen Fokusbereich braucht, muss man halt nachregeln. Ob ein Atomos über HDMI verwendet werden kann, natürlich. Was nicht funktioniert, ist, dass mit einem Atomos RAW aufgezeichnet wird. Also die unterstützen jetzt ja ProRes RAW. Das muss aber mit der Kamera zusammen funktionieren. Das geht nicht. Alles andere, natürlich kann er genutzt werden. Welche Speicherkarten verwendet werden können. Wir unterstützen SDXC und CFast-Karten intern. Und auch hier, solange die Schreibgeschwindigkeit ausreicht für den Codec, den man aufzeichnen möchte, ist es erstmal kein Problem. Externe Überhaut kommt, also ob eine externe Überhaut verwendet werden muss, kommt darauf an, was ihr mit der Kamera machen wollt. Wenn ihr damit durch den Matsch kriechen wollt, bietet sich eine externe Überhaut an. In normalen Situationen ist es ein robustes Kameragehäuse. Und externe Monitore können natürlich einfach über HDMI angeschlossen werden. Es gibt oben auf den Kameras immer mindestens einen Gewindeanschluss.
oder auch einfach mit irgendeinem externen Rig kann man Monitor auch einfach dazu bauen. Genau, ich habe von externer nachträglicher Bildstabilisierung geredet. Es gibt zum Beispiel auch in DaVinci Resolve über Fusion die Möglichkeit, einfach ein Bild nachträglich zu stabilisieren. Das Ganze funktioniert anhand von Bildinhalt und kann mit jeder Kamera gemacht werden. Dabei muss natürlich, um das ganze Bild zu stabilisieren, einfach ein Teil des Bildes weggeschnitten werden. Das heißt, wie bei der 6K oder der 6K Pro, wo ich einen großen Bildausschnitt habe und vielleicht am Ende auch nur ein 4K-Bild davon brauche, kann ich ziemlich problemlos einen Teil der Pixel wegschmeißen, um das Bild zu stabilisieren, ohne dass man es im Ergebnis sieht. Genau. Wenn es das mit Fragen war, bleibt von meiner Seite erstmal ein Danke fürs Zuhören und fürs Teilnehmen. Und genau, eine Frage sehe ich gerade noch. Nein, wir haben keinen internen Bildstabilisator. Ja, und ob es Service und Reparaturen in Deutschland gibt, wenn irgendwie Servicefragen oder sowas auftreten, immer an den Händler wenden, wo ihr sie gekauft habt, und die können dann eine eventuelle Reparatur oder alles in die Wege leiten. Dann müsst ihr euch auch nicht Gedanken darüber machen, wie ihr die Kamera nach England zu unseren Support-Jungs schickt. Und ob DaVinci Resolve auf Deutsch kommt, ich weiß es nicht. Da kenne ich leider die Roadmap nicht. Nein, also ob es zusätzliches Material als PDF gibt, ist momentan nicht geplant. Alle Infos zu allen Kameras bekommt ihr immer auf unserer Webseite. Da gibt es die aktuellen Datenblätter. Also wenn man auf der Kameraseite ist und hinten auf technische Daten klickt, hat man immer schon mal ein knappes Datenblatt. Da ist dann auch der Download des Handbuchs. Und da gibt es zu jeder Kamera auch nochmal das Ganze. Ja. Damit, wie gesagt, danke fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte einfach insgesamt einen Einblick geben in die Pocket-Kamera-Serie, ein bisschen auch den Unterschied zwischen den Kameras zeigen, ein paar Hilfestellungen geben für die, die überlegen, welche Kamera denn für sie interessant ist. Und ja, das wäre es damit von meiner Seite für heute. Ja, dann übernehme ich mal wieder. Ich denke, alle weiteren Fragen kann man auch gerne noch uns per E-Mail im Nachgang stellen. Das wäre gar kein Problem. Also vielen Dank an dich, Martin, für dieses tolle Webinar. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Von mir nochmal der Hinweis, dass ich im Chat auch die Links zu den Blackmagic-Produkten reingeschrieben habe. Das habt ihr auch schon alle per E-Mail zusammen mit dem Link zum Webinar bekommen. Ja, bleibt alle gesund. Kalumet sagt Danke und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.